Und damit herzlich willkommen zurück zu Huntdown, dem Teddy Taxman. Geht's heute mal wieder an den Kragen, oder was heißt mal wieder? Es geht ihm erstmal an den Kragen. Im verlassenen Tunnel ist er, Verbrechen, Raub, Schuldeneintreibung, Verschwörung. Teddy Taxman ist Buchhalter und die rechte Hand von Unholy Goalie. Als Schuldeneintreiber kennt er keine Gnade, die meisten bezahlen das mit ihrem Leben. Ja, ich würde gern mit was anderem bezahlen, mit ein paar Schüssen vielleicht. Mal gucken, ob er das auch akzeptiert. Wird ja immer ekelhafter hier. In der Kanalisation. Ah, da hat man jetzt aber ganz schön Glück. Nein, keine Panzerfaust. Froti nehmen wir natürlich mit. Ach, was? Ach, sag doch, dass mir das wehtut. Ja, man hätte es auch sehen können. Aber was denn jetzt? Nein, ich wollte noch gar nicht runter. Gib mir die Granaten. Gib mir wieder hochfahren. Ach du Scheiße. Hey. Mach doch nicht so einen Mist mit mir. Und ich komme natürlich wieder nicht hoch und habe die Granaten verpasst. Ach, sinnlos. Die Schrotflinte ist zum Glück wirklich gut für die Gegner hier. Der erste Checkpoint schon und wir haben bestimmt einen Diebesgut verpasst. Da oben war ja auch noch so eine verschlossene Tür. Ich wollte mir das alles noch angucken. Ich dachte, die Tür geht auf, wenn ich dort auf X drücke. Ach, Menno. Hier noch irgendwo hoch? Nö. Ich gehe fast davon aus, wir haben das erste Diebesgut verpasst. Oh, eine schöne AK. Ey, ich habe mich doch geduckt. Ach, shit. Ne, wir brauchen die AK. Ey, ich wollte ihn wegtreten. Da war er aber schneller mit seinem Hockeyschläger. Naja, was will man machen? Bis jetzt sieht es ja noch ganz gut aus. Ach, shit. Nicht damit gerechnet, dass der auf einmal hier runterkommt. Da oben war ein Diebesgut. Ne, war kein Diebesgut, war ein Flammenwerfer. Ich schieße jetzt mal noch hier. Nein, nicht mit der Waffe. Die Kisten kaputt. Vielleicht schaffen wir ja wenigstens 2 von 3 Diebesgütern. Und schon wieder der nächste Checkpoint. Aber wo soll denn hier noch was liegen? Entweder gibt es jetzt mehr Checkpoints oder ich bin wieder blind wie irgendwas Blindes. Ach ja. Ah, hier haben wir ein Diebesgut. Na, zum Glück haben wir den Raketenwerfer genommen, dadurch ging das alles relativ schnell. Der war wirklich Gold wert gerade in der Situation. Den dicken da oben noch und damit haben wir es doch. Jawohl. Da hat es uns das Spiel aber mal wieder ein bisschen einfacher gemacht. Hat sich vielleicht gedacht, wer bis jetzt durchgehalten hat, dem müssen wir auch mal wieder ein kleines Dankeschön geben. War jetzt nicht drauf bezogen, dass das Spiel scheiße ist, sondern dass es teilweise schon ganz schön schwer ist. Zumindest für mich, da ich nicht allzu viel Erfahrung mit solchen Games hier habe, beziehungsweise einfach länger nicht mehr sowas gespielt habe. Trotzdem wollte ich mir den Spaß ja nicht entgehen lassen. So, wenn wir jetzt hier oben kein Diebesgut, das war wirklich nur für den Flammenwerfer jetzt hier. Alter, übertreibt's doch nicht. Junge. Zum Glück haben die alle Medizin fallen lassen. Ich weiß nicht, ich finde den Flammenwerfer ehrlich gesagt nicht so geil. Aber wir nehmen jetzt trotzdem einfach mal mit. Jetzt haben wir ja so viele Gegner dafür vernichten müssen. Da müssen wir auch mitnehmen. Checkpoint. Wie kommen wir denn da hoch? Ja, also für Nahkampf ist es natürlich mega, ne? Gar keine Frage, aber... Ey! Asche zu Asche und Staub zu Staub, oder was? Nein! Toast
Toastman. Jawohl. So, ich wollte eigentlich gar nicht runterspringen. Nehme jetzt trotzdem das Maschinengewehr mit. Es ist mir irgendwie lieber, wenn ich... Ah, warte mal. Ach, ja. Und ich wollte gar nicht runterspringen. Das war ein Déjà-vu gerade bei euch. Gebt's doch zu. Einfach nur ein Fehler in der Matrix. Und ich warte, bis der auf der Höhe ist. Oh nein. Na, das ist ja dumm. Nehmen natürlich die Mollys noch mit hier. Ich sollte von weiter weg schießen. Jetzt liegt das Gewehr da unten. Das möchte ich aber ungern. Ne, der lässt mich nicht mehr runterspringen. Gucken wir mal, ob wir das hier schaffen. Ja. Das möchte ich ungern liegen lassen, wollte ich sagen. Diesmal lassen wir uns auch nicht vom heißen Dampf erwischen. Schon wieder ein Checkpoint. Das sind mir hier irgendwie zu viele Checkpoints mittlerweile. Da habe ich jedes Mal das Gefühl, ich habe ein Diebesgut verpasst. So, wenn wir jetzt die Granaten mitnehmen, dann wirft er ja 6 Mollys weg. Ich glaube, das ist kein fairer Tausch. Hey, ach, das schafft er nicht. Wieso schafft denn der das? Ach, dann können wir aus dem Wasser nicht so hoch springen, oder? Na, zum Glück haben wir das Maschinengewehr. Aber mit Medizin wird auch heute in diesem Level nicht unbedingt sparsam umgegangen. Das freut mich. Guck mal, ein ganzer Koffer. Da drüben liegen schon wieder 2. Das macht mir alles immer Angst. Ich denke dann immer, dass ich werde es gleich alles brauchen. Ah, jetzt komm. Können wir wieder hoch? Nee, ne? Naja, gut, aber Medizin haben wir ja bis jetzt noch nicht gebraucht. Hier war noch ein Liebesgut. Das freut mich. Ja, und wenn wir jetzt in den Tresor gehen, das ist bestimmt der Endgegner. Also haben wir doch am Anfang Liebesgut verpasst. Das ist natürlich ärgerlich. Ich dachte es mir, schade. Ach du Scheiße. Aha. Ey, Leute. Wie soll ich dem wehtun? Verstehe ich gerade nicht ganz. Ey, ich war doch unten. Ich frage mich, wie ich den hier hitten soll. Also das ist ja noch relativ einfach gerade. Irgendwie auf das Ding drauf springen. Ach ja. Ich sag einfach nichts dazu. Ihr habt das gerade übersehen. Ach, wir können hier noch drauf springen. Aber ich kann dem ja trotzdem... Er kommt wahrscheinlich einfach irgendwann raus, oder? Ah, ich muss die Dinger abschießen. Ja, hätte man auch mal eher drauf kommen können. So, dein Sicherheitssystem kannst du dir sonst wohin stecken. Na, zum Glück haben wir das Maschinengewehr mitgenommen. Ich glaube, das rettet uns hier gerade auf jeden Fall den Arsch. Scheiße. Nein. Doch. Na klar, wie viele denn noch? Wollt ihr mich rollen? Nein. 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 Ey, ich war doch unten. Die Linie stimmt gar nicht. Der schießt viel tiefer. Und das war's gleich. Haben wir es jetzt. Medizin wäre mal ganz schön. Wir haben bloß noch 4 Schuss in dem Ding. Das bringt uns gar nichts. Okay, Gegner zum Glück. Wir könnten ja wenigstens mal ein bisschen Medizin fallen lassen. Ihr kommt nicht runter. Nein. Zwei Medizin. Naja, besser als nichts. Und ein bisschen Ammo. Kommst du runter, mein Guter? Ah ne, jetzt haben wir die Schrotflinte. Ach scheiße. Wollte ich doch gar nicht. Ach nein, ich hab gedrückt, als ich nach links geguckt habe. Ey, was ist mit ihm nicht in Ordnung? Eine übelst enge Map und dann schießt er hier mit der Schroti rum. Hey, da hast du es ein bisschen kacke gemacht mit dem Molotow-Cocktail werfen. Ich drücke immer, wenn ich nach rechts gucke, will dann schnell wegspringen und dann sterbe ich. Oje, was soll das hier werden? Gut, ich meine, wir haben auch am Anfang ein bisschen verkackt. Ach, genauso wie jetzt.
Es geht auf jeden Fall schneller, als wir das gerade eben gemacht haben. Also das ist ja wirklich easy. Hätten wir das vorher mal gewusst. Das eine Leben war ein bisschen umsonst verloren, das stimmt, aber naja. Na komm, hol deine Dudes raus, ruf deine Kollegen an. Mittagspause ist zu Ende. Ich hätte gern das Maschinengewehr, jawohl, diesmal haben wir es. So, jetzt kann er gerne runterkommen. Also nicht gerne, aber wir kommen ja nicht drum rum. Scheiße. Weiß nicht, ob wir den idealerweise erstmal schießen lassen, weil er dann nachladen muss. Ansonsten bin ich mir gerade noch nicht so ganz sicher, wann ich den hier am besten erwischen kann. Okay, also er muss nicht nachladen. Er hat die super Mega-Schrotflinte. Ah, jetzt muss er nachladen. Okay. Ah, da war man zu langsam. Hey. Nein. Och, na klar, jetzt kommen wieder so eine Dinger. Macht's doch noch schwerer. Okay, aber da wartet er kurz, oder? Ne, der hat bloß nachgeladen. Gut, die Dinger gehen einigermaßen, aber er geht mir ziemlich auf die Nerven. Der ist mir einfach zu schnell unterwegs hier. Nein. Zu viele Sachen auf einmal. Oh, die Schrotflinte hat dem ja ganz schön mächtig gerade die Buchsen voll gemacht. Ach shit, wir haben schon wieder so ein Ding hier. Ah, das hat geklappt mit Rutschen. Sehr gut. Okay, es läuft. Bei mir das Bein herunter. Komm runter. Ja. Nein. Hey, das ging ja relativ einfach. Hätte ich gar nicht gedacht. Man muss bloß wissen, wie man es macht. Die zwei Tode, ja, eigentlich waren sie sinnlos. Hätten wir gleich gewusst, wie es geht, aber was soll's. Das Diebesgut war auch ein bisschen sinnlos, das war etwas verwirrend am Anfang. Ich hätte gehofft, dass man, weiß ich nicht, statt aktivieren vielleicht wirklich da steht Fahrstuhl aktivieren. Aber was soll's, ich will mich hier nicht beschweren. Wir sind wirklich ganz gut durchgekommen. Knapp 12 Minuten, wird also eine etwas kürzere Folge. Nehmt's mir nicht übel. Danke euch fürs Zuschauen und bis morgen 19 Uhr. Macht's gut.